Hallo ihr Lieben, entschuldigt bitte mein verwuscheltes Aussehen. Heute ist Sonntag und ich habe schon mein Sportprogramm gemacht. Sonntag, der 28.06. Und wir haben 20 vor 1. Und ja, ich bin jetzt gerade am Runterkommen. Heute waren wieder 6 Videos am Tagesprogramm und ja, ich werde jetzt noch ein Video schneiden oder sogar zwei heute. Kommt ganz drauf an, wie viel Lust ich habe. Ich habe nämlich gestern auch drei Videos für euch geschnitten. Und das hat richtig Spaß gemacht, das alles abzuarbeiten. Ich hatte so einiges, was ich noch machen musste. Und jetzt habe ich noch zwei Videos, die ich noch schneiden muss für euch. Und ich denke, mindestens eins werde ich auf jeden Fall heute schaffen. Eins ist aber relativ aufwendig, weil ich dafür viele Cover downloaden muss und dann die ganzen Copyright-Inhaber wieder verlinken muss, quasi dementsprechend. Weiß ich noch nicht, ob ich das heute mache oder ob ich lieber das kürzere Video nehme und das andere irgendwann anders dranhänge. Aber eigentlich wollte ich das schon längst hochgeladen haben. Dementsprechend, vielleicht sollte ich mich heute an das lange ranwagen. Aber eigentlich geht es jetzt um was anderes. Nämlich möchte ich. Oh Gott, ich sehe ja aus. Naja, ich habe gerade Sport gemacht, da darf man so aussehen. Ich habe nämlich vor, heute wahrscheinlich meine ganzen Lux No Adult Bücher irgendwo da hinten in ein Regal zu packen. Ich habe nämlich so eine kleine Abteilung, die mir nicht so gefällt, und das sind meine Kinderbücher. Ich weiß allerdings nicht, die nehmen drei Regalbretter ein, ob ich die in das Kallax-Regal reinkriege, wo jetzt meine No Adult Bücher drin sind. Ich möchte es aber gerne ausprobieren, weil ich möchte gerne meine Lux Bücher mit im Hauptregal drin haben und die Kinderbücher quasi darüber stellen. Mal gucken, wie das funktioniert. Ich werde es euch auf jeden Fall zeigen, euch den Verlauf zeigen. Habt ihr übrigens gesehen in der neuen Lux-Vorschau, dass es jetzt bald von der Someone-Reihe von Mona Kasten einen Schuber geben wird? Und der ist so wunderschön und das ist so fies, weil ich habe die Bücher schon. Und aber es wäre ja Schwachsinn für mich, den Schuber zu kaufen. Aber trotzdem, der sieht wirklich, wirklich schön aus. Vielleicht wünsche ich mir den irgendwann mal. Dann habe ich halt die Bücher doppelt. Aber dann könnte ich die Bücher ja, die einzelnen Bücher aussortieren. Mal gucken. Da bin ich am Überlegen. Schaut euch das auf jeden Fall mal an in der Lux-Vorschau für den Herbst, weil die sind wirklich sehr, sehr schön. Aber jetzt kommen wir erstmal zu meinen Regalen. So, ihr Süßen, und zwar sind das diese drei Regalbretter. Also das Regal gefällt mir sowieso alles in allem nicht wirklich. Also ich muss sagen, hier dem, also dem hier, bin ich jetzt eigentlich recht zufrieden, weil das ist nicht mehr so vollgequetscht. Aber das hier, ne, sieht überhaupt nicht schön aus. Und vor allem halt die unteren drei, da sind halt Kinderbücher drin. Gefallen mir so überhaupt nicht. Und ich möchte gerne diese drei Regalbretter, die vollgestopft sind von oben bis unten, in dieses eine Kallax-Regal reinpacken und dafür die ganzen Lux-Bücher, also nur Adult-Bücher, ist ja nicht alles Lux, ist auch Piper und was weiß ich noch dabei. Die möchte ich dann quasi da reinpacken. Oder vielleicht auch nur in zwei, weil das sind ja nicht so viele, und dann dafür vielleicht das hier ein bisschen rausziehen. Also das ist so das, was ich auf jeden Fall heute versuchen möchte, damit dieses Regal hier nicht so verkruspelt aussieht. Natürlich kann es dann sein, dass das hier dann scheiße aussieht, aber wir werden sehen. Ich bin gespannt. Das ist auf jeden Fall das, was ich heute ausprobieren möchte. Aber jetzt gehe ich erstmal duschen, weil ja, Fitness war on und jetzt muss ich mich erstmal waschen und dann werde ich mal gucken, was ich heute alles so schaffe. So, ihr Lieben, ich bin gerade noch am Schneiden von einem Video, allerdings ist das ein relativ langes Video und weil ich keine Lust habe, so lange auf meinem Hintern zu sitzen und irgendwie Hummeln im Hintern habe und was machen will, nehme ich mir jetzt eine kleine Auszeit und mache meine Regale. Wundert euch gleich nicht, wenn ihr mir beim Ausräumen zuguckt, was ich anhabe. Es ist Sonntag, Leute. Und deswegen bin ich im kompletten Chiller-Look. Ich werde jetzt erstmal mein großes Regal komplett ausräumen, weil ich meine Lux-Bücher eigentlich nach oben haben will. Und dann muss ich einfach mal gucken, ob ich die restlichen Bücher in das kleine Kallax-Regal da hinten reinkriege. Aber ich räume jetzt erstmal dieses eine hier straight komplett aus. Und dann gucke ich mal, wie viel Platz meine Lux-Bücher einnehmen. Beziehungsweise ich sage als Lux-Bücher meine New Adult-Bücher. Werde die schön drapieren in diesem Regal und dann gucken wir mal.
Süßen. So sieht das Regal jetzt aus. Von oben bis unten. Ich musste leider tatsächlich wieder Bücher übereinander stapeln. Überall. weil der Platz sonst nicht gereicht hätte. Alles in allem bin ich aber wirklich sehr zufrieden damit. Sieht doch an sich relativ geordnet aus. Übrigens stört euch nicht an den Büchern. Das sind eigentlich alles nur Bücher, die da liegen, weil ich sie bald lesen will und es nur nie schaffe. Und hier haben wir jetzt die Kinderbilderbücher, die eigentlich in das Regal rein sollen, das ich aber erstmal abstauben muss, weil das komplett staubig ist. Und ja, mal gucken, ob ich das alles da reinbekomme. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. So, ihr Süßen, wir haben jetzt mittlerweile 7:15. Ich und mein Freund haben ein bisschen Kessel geguckt. Ich habe ein ellenlanges Video für euch geschnitten. Das war super viel Arbeit. Und jetzt waren wir noch eine kleine Runde Fahrrad fahren. Und jetzt macht mein Freund irgendwas am Fahrrad. Ich weiß nicht genau was. Und deswegen räume ich jetzt die Kinderbücher in das Kallax-Regal. Und ich bin super gespannt, ob das funktionieren wird. Ob die da alle reinpassen. Aber weil ich hatte ja tatsächlich auch Probleme, da alles reinzukriegen. Also ich musste ja wieder oben aufstapeln und das hasse ich. Und Kinderbilderbücher sind relativ groß, deswegen muss ich einfach mal schauen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber ich meine, die sind ja von der Tiefe auch sehr breit, sag ich jetzt mal, sodass ich da wahrscheinlich auch hintereinander stellen kann. Ich werde sehen. Mal gucken. So, ihr Lieben, so sieht es jetzt aus. Ich muss sagen, mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich habe auf der Seite hier dann auch noch. Hier guckt mein Häschen hervor. Und Cinderella steht bei den Büchern. Also Leute, ich muss sagen, das gefällt mir richtig gut, vor allem weil es halt direkt neben den Disney-Filmen steht und irgendwie so dann zusammenpasst. Und hier drüben sind dann die anderen Bücher. Vor allem auch nicht mehr so chaotisch hier oben wie vorher. Ich find's toll. Ja, ihr Lieben, ich muss sagen, das war doch eine sehr aufschlussreiche Umräumaktion. Also mir gefällt es jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich bin zwar super staubig, weil dieses Kallax-Regal. Ja, ein Ticken verstaubt war. Ganz kleines bisschen. ich find's mega. Also, ich find's halt auch vor allem super, weil die Kinder- und Märchenbücher alle total bunt sind und somit halt einfach auch zu den DVDs passen. Und dieses Regal steht halt nun mal neben unserem Kallax-DVD-Regal. Und deswegen passt es da halt wunderbar hin, weil es auch dieses Märchenhafte hat. Es stehen Kinderbuchklassiker darin, Fantasy-Kinderbuchklassiker, Bilderbücher, Kinderbilderbücher. Es ist so, so toll. Ich finde, es passt super. Meine Lieblingsmärchenbücher, ich weiß gar nicht, ob ich die euch schon mal gezeigt habe. Ich habe so alte Bilderbücher, die alle total zerranzt sind. Ich weiß nicht, ob das einen gewissen Flair hat. Ich wollte die alle unbedingt nochmal in einer schöneren, neueren Ausgabe, weil ich die halt
als Kind auch angemalt habe und alles. Aber teilweise bekommt man die halt auch nicht mehr. Und da hängen halt echt Kindheitserinnerungen dran. Und zwar sind das hier unten die, nämlich Geschichten aus dem Regenbogenland, Reise in die Märchenwelt, meine Freunde aus der Märchenwelt, mein allerliebstes Lieblingskinderbuch, 366 Häschengeschichten. Tatsächlich hatte ich schon als Kind und teilweise Übergang zu Jugendliche, das Bedürfnis, meine Lieblingsbücher jedes Jahr zu lesen. Und bei den 366 Häschengeschichten war das so, sobald ich lesen konnte, habe ich dieses Buch jedes Jahr gelesen. Denn in diesem Buch ist es so, dass für jeden Tag im Jahr gibt es einen kurzen Absatz. Und ich habe das halt wirklich so gemacht. Ich habe jeden Tag diese kurze Geschichte aus diesem Buch gelesen und somit hat es dann ein ganzes Jahr umfasst. Ich habe das so geliebt. Und ja, hier sind jetzt meine Lieblingskinderbücher mit dabei. Mein Pony Pit, die Weihnachtsmaus, ein Huhn, ein Ei und viel Geschrei, Wildpferde. Ich will auch in die Schule gehen, das steht hier drüben. Absolutes Lieblingsbuch von mir. Mein großes Märchenbuch, das habe ich mir tatsächlich mal bei Kick gekauft. Ein wunderschönes Märchenbuch, total bunt illustriert und ja, auch verstaubt mit goldenem Buchschnitt. Daneben mein einziges Felix-Buch. Witzigerweise hat meine Schwester, glaube ich, auch nur eins. Die hat, glaube ich, die Reise um die Welt und ich habe die Weihnachtsgrüße von Felix. Ich habe das so geliebt, die Briefe da drin. Ach du Scheiße, Leute, das ist so süß. Dann natürlich meine Gesamtausgabe von Tales of Winnie the Pooh. Das habe ich auf dem Flohmarkt gefunden, dieses Buch. Eine wunderschöne englische Ausgabe davon. Ja, ihr Lieben, da hängen halt Kindheitserinnerungen dran, ne? Dann haben wir hier eben Klassiker. Michael Ende steht da mit drin. Dann Highschool der Vampire ist halt so ein Jugendbuch, was ich mal gelesen hatte. Der Polarexpress, der Leuchtturm auf den Hummerklippen. Dann habe ich der Wunschpunsch. Zwei wilde kleine Hexen habe ich mal von einer Freundin geschenkt bekommen. Hüter der Erinnerung, Krabbert habe ich mit dabei. Die Brüder Löwenherz, der Regenbogenfisch natürlich. Dann meine Ausgabe von Oh, wie schön ist Panama. Total zerrissen, Leute. Ihr seht es hier oben, die Seiten gucken raus. Es ist komplett auseinandergefallen. Da muss ich mir auf jeden Fall mal eine schöne Ausgabe von holen. Was ist schon ein Hundeleben, Leute? Ist eine ganz tolle Buchreihe, glaube ich, wo es um ein Mädchen geht, das sich um Tiere kümmert. Und ich habe nur den ersten Teil davon. Ich habe das als Jugendliche so oft gelesen. Dann habe ich natürlich Rico aus Gaunt, die Tieferschatten, Emilys Geschichte. Hier oben Coraline, wie Napoleon das schwarze Schaf rettete, Leute. Absolutes Kindheitsbuch von mir. James Grüss habe ich einiges da, einfach weil ich dazu ein Seminar besucht hatte. Dann habe ich hier Sophiechen und der Riese, natürlich alle drei Pippi Langstrumpf-Büchern in dieser kleinen, wunderbaren Ausgabe. Hier natürlich die unendliche Geschichte, ein paar Lesebücher zu Michael Ende, Der kleine Lord, Gullivers Reisen, Ronja Räubertochter, Madita von Roald Dahl, Hexen, Hexen, dann natürlich Momo, dann alles von Ottfried Preußler, das kleine Gespenst, der kleine Wassermann, die kleine Hexe, love it. Dann habe ich hier, das ist eine sehr alte Ausgabe von Der kleine Vampir vom Flohmarkt. Und hier oben habe ich dann die Sachen hingestellt, die übrig geblieben sind. Die einfach entweder nicht unten reingepasst haben, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mads und die Wundersteine, Leute, ist ein absolutes. Ich habe an dieses Buch so krasse Kindheitserinnerungen. Das ist aber leider so groß, dass es hier nicht in das Fach reinpasst. Und das ist total schön, weil da gibt es eine Stelle in dem Buch, wo dann halt gesagt wird, soll Mats das Gold teilen oder soll er das Gold nicht teilen? Und es gibt dann tatsächlich zwei Versionen des Endes der Geschichte. Einmal, indem er egoistisch ist und einmal, indem er nicht egoistisch ist. Und einmal wird er froh und einmal wird er nicht froh. Das ist so ein bisschen eine kleine Lektion für Kinder und ich finde es super. Und das hat tatsächlich unten nicht reingepasst. Und dann habe ich hier halt neuere Sachen, wie der Atlas Obscura, Atlas der. Was steht da? Wundersamen Ort oder sowas. Mein großes buntes Wimmelbuch. Das habe ich für mein Patenkind gekauft. Maximilian, der verlorene Wunschzettel. Weihnachten mit Ernest und Celestine. Weihnachten mit Astrid Lindgren. Die Schneeschwester. Eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Dann Annes wundersame Reise nach Green Gables. Und einfach alles. Also es sind relativ neue Bücher von mir. Und auf der anderen Seite haben wir dann tatsächlich auch hier das meiste von Dressler und Oettinger. Da haben wir einmal die beiden Alice-Bücher, Alice im Wunderland, Alice hinter den Spiegeln. Dann natürlich nochmal eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Ich habe mir extra die große Ausgabe bei Avell bestellt, weil ich nur so eine kleine Klassiker-Ausgabe hatte. Till Eulenspiegel, Pünktchen und Anton, Emil und die drei Zwillinge, Emil und die Detektive, das doppelte Lottchen. Dann habe ich hier noch was von James Grüss, was auf der anderen Seite nicht dazu gepasst hat. Und natürlich das Sams. Ich habe alle Bücher vom Sams
Außer es gibt noch irgendwie das Sams und ich, das ist aber ein Ticken eine größere Ausgabe und das Sams feiert Weihnachten ist ja in dieser neuen Bilderbuchausgabe rausgekommen. Das habe ich zwar, aber noch nicht gelesen. Ich weiß nicht so genau, wo es dabei steht, wenn ich ehrlich bin. Dann haben wir hier noch so ein paar Jugendbücher, die ich mal gelesen habe. Hier Königin des Sprungturms war nominiert für den Jugendbuchpreis. Das habe ich für die Uni gelesen, war nicht so mein Fall. Das fand ich super. Mein Leben als Zucchini war auch sehr traurig. Die habe ich auch alle geliebt als Kind. Und dann haben wir da natürlich noch die Spiderwigs, die von rechts nach links da stehen, obwohl sie von links nach rechts da stehen müssten. Ist egal. Und ich habe in einem Regal, habe ich in zweiter Reihe, und das ist hier. Ah nee, wartet. Nee, nur hier habe ich noch hinten hingestellt. Ja. Nee, wartet. Hier hinter stehen auch noch Bücher, aber da könnt ihr nicht sehen, weil meine großen da hervorstehen. Aber ja, ich habe auch noch eine ganz, ganz tolle Ausgabe von Die Brautprinzessin, die steht tatsächlich hier hinter denen. Die ist pink. Aber die hat nirgends Platz gefunden. Oh, ich könnte die oben mit dazu stellen. Das ist nämlich die hier. Wunderschön, oder? Ich habe die Brautprinzessin tatsächlich auch als Jugendliche gelesen, habe ich mir das von einer Freundin ausgeliehen. Und das kommt jetzt da noch mit dazu. Ich habe halt immer Angst, dass die Bücher, die da oben stehen, weil hier direkt das Fenster ist, dass sie dann ausbleichen, weil die den ganzen Tag von der Sonne beschienen werden. Aber da muss ich halt einfach ein bisschen aufpassen, dass ich dann, wenn wir nicht da sind, wenn die Sonne scheint, die Vorhänge einfach zuziehe. Jo, genau. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon mit dem Video. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viel es geworden ist. Ich glaube, es ist gar nicht so viel. Aber ich habe gedacht, ich nehme euch einfach mal mit bei der kleinen Umräumaktion und zeige euch einfach so ein bisschen, wie mein Regal sich verändert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser fandet. Das Chaos vorher oder das Chaos nachher. Ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!